Hallo, wie geht's uns aus Galle? Das ist wieder da. Ja, Until Dawn. Vielleicht haben wir eine Szene schon mal gesehen, weil jetzt ist das große Finale von dem Spiel. Und ich habe es wirklich ein paar Mal jetzt gespielt, weil ich wollte gucken, wie die meisten überleben, weil ich mag die Charaktere, ich will die nicht umbringen. Und es gibt so viele verkackte Möglichkeiten, wo du mit Sarah fliehen kannst. Aber da steht einfach nur fliehen. Aber irgendwie hat, nee, nicht Sarah, Sam. Aber irgendwie hat dieses Sam was gegen den Mike. Die Sympathieanzeige mit dem Mike ist extrem voll, habe ich nachgesehen. Aber irgendwie, jedes Mal, wenn ich versuche, mit der Sam zu fliehen, macht den Lichtschalter an und röstet Mike. Oh, scheiße, jetzt habe ich gespeichert. Die will den umbringen. Was hat die gegen den? Mag's Mike nicht. Verstehe ich. Aber was ich nicht verstehe, wieso kannst du ihn nicht leiden, wenn die Sympathieanzeige bei dem am höchsten ist? Das ist die höchste Sympathieanzeige, die sie von Leuten hat. Und trotzdem willst du den Mike ständig töten. Was in deinem kranken kleinen Kopf vorgeht, Alter? Die will ständig den Mike töten. Was hat die gegen den? Liegt das an seiner Körperpflege? Gut, wie würdest du aussehen, wenn du die ganze Nacht von irgendwelchen mordlustigen Geistern gejagt wirst, dann würdest du bestimmt auch so verblutet aussehen wie der, aber nein, du warst ja die Hauptzeit nur baden. Wie hoch ist die Chance, dass wir überleben? Daran will ich gar nicht denken. Also 100% stirbt der Mike, also, weil ich dann. Los, 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 los! Wieso tut Emily die Ashley? Endlich sind die Viecher zu blöd, um einen Tür aufzumachen. So, dieses Finale weiß ich, müssen wir sehr ruhig sein. Ich hab mich einfach so gedacht, dass ich das gar nicht erst zu fliehen. Wenn er dann die Blumen bringt, ist mir doch egal. Aber die will den umbringen. Was hat die gegen Mike? Einfach rausrennen und dann kann er hinterher rennen und dann Licht anschalten. Aber das passt ja nicht in die Schule. Nur ganz kurze, schnelle Bewegungen. Deine Bewegung sich jetzt an die beiden Bewegungen. Geile Idee. Nur Mike hat es gesehen, aber Sarah will ihn ständig umbringen. Also Sam, das ist Sarah. Da war die Schauspielerin die echte davon und da hieß sie halt Sarah. Weil die ganzen Charaktere, das sind ja Schauspieler, die vom Gesicht her komplett in dem Spiel nachgeahmt wurden. Echt? Also ich glaube, das ist 50 mal den Spielen als. Ich weiß nicht. Controller da. Das wäre jetzt saublöd gewesen, weil hätte ich den so zu mir genommen, dann hätte er sich ewig weit bewegt und hätte ich verloren. Gut. Crispy. Jetzt müssen wir Mike treffen. Hey! Jetzt Emily? Nicht bewegen.
würde am liebsten die Patrium ausschalten. Nicht bewegen. Tu ich doch nicht. Wenn ich hier nur nebenbei meine Finger lege. Verstecken. Gut. Das ist nicht verstanden. Genial aus die Bücher. Das ist ja alles, was wir uns bekommen. Ich habe nichts gefunden. Das ist das Da zappelt Ashley. Da ist Sam, die zappelt auch noch. Vorsicht, Kontakt! Das Hauptgebäude ist vollkommen zerstört. Emily. Good. Moment, ich das ist der One Bingo Guys. Es yep. Scheint Überlebende zu geben. Jessica und Matthew. Gut, wir gehen runter. Wir sind in der Mine. Vier Töchter der Dunkelheit. Trophäe verdient in Gold. Kein Schrecken, so viel Jessica. Ja. Denn es ging vor allem aus dem Fall, dass sie das überlebt haben. Achso, das sind die ganzen Tode, die wir erlebt haben. Der alte Mann, ich... Zwei haben wir verloren. Ich kann ihn gar nicht beschreiben, ich meine. Einen konntest du eh nicht retten und den Josh. Also bei dem Josh, da weiß ich, wenn ich den das früher anders da gemacht hätte, wäre nicht von seiner Schwester getötet worden, sondern dann wäre er in den Höhlen geblieben und ein Wendigo geworden. Nein, Sie verstehen das nicht. Glauben Sie. Hat er Sie angegriffen? Er hat mich gerettet. Und ich habe ihn sterben sehen. Das war Jessica. Ich weiß nicht, wie oder warum sie da unten war, aber ich weiß, ich habe sie gehört. Das war sie nicht, dass das war. Er hielt sie mir direkt vors Gesicht. Hierhin, direkt vor meine Nase und er hätte schießen können. Er hat mich fast erschossen, der Penner. Ich meine, da geht man ewig lange mit einem Kerl aus und glaubt, man kennt ihn, aber Mann, der schießt echt den Vogel ab. Ich war genau. Ach so, die sind auch hinkommen. Geil. Ich hätte etwas tun können. Ich wollte ihr ja auch helfen. Ich war nicht gut genug. Wie gelangten Sie in die Mine? Ich wurde getragen und geschleift. Und was konnten Sie sehen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das sind die ganzen... Er ist voll durchgedreht. Samantha, Dr. Hill, Joshua... Michael, Jessica, und? Ashley, Chris, Emily, Matthew, Hannah und Beth. Ich hielt ihn für den Angreifer von Jazz. Flamethrower, geil. Oh Mann, hätte der Mann... Mein Freund. Nachdem seine Schwestern verschwunden waren, haben wir oft geredet. Er sagte, ich wäre die Einzige, die ihn versteht. Ich dachte, wir ständen uns nah. Ja, seine Schwester hat sich ja gerecht. Wenn Sie mit jemandem reden wollen. Danke, nein. Manchmal nach... einem traumatischen Erlebnis. Ich sagte doch nein. Von wann die Augen schlugen Sie Josh? Er führte sich auf wie ein Irrer und ich musste ihn aufhalten. Sie sagten doch, er war gefesselt. Ja, aber... Okay. Ja, es war falsch. Ich hätte Mike entwaffnen sollen damals. Ich weiß, wie das aussieht. Sie müssen verstehen. Er hat Psychospielchen gespielt. Ich hab zugestochen und ich wollte weglaufen, aber ich wusste nicht, ich schwöre, ich wusste nicht. Wussten nicht?
Wen haben Sie verletzt? Na, es war der Psychopath und ich wusste nicht, dass es Josh war. Und er war es aber und ich konnte nicht wissen, dass Josh all diese Engen und die Waffe hatte. Oh mein Gott. Wo ist Matt? Ist er okay? Ist seine Befragung vorbei? Ich bin etwas besorgt, weil, naja, ich bin seine Freundin. Hat er das erzählt? Ich meine, vielleicht war er genervt von mir für ein paar Minuten. Aber er weiß, dass ich ihn absolut liebe. Das weiß er. Das hat er auch gesagt, oder? Ihre Freundin Ashley, sie sagte, sie wollte Ihnen helfen. Nein. Sie sagte, sie hätte Sie rufen gehört. Nein. Nicht mich. Seht ihr? Mike. Ich hab's gewusst. Was wissen Sie noch? Er hat mich gesucht. Wirklich. Sie gesucht? Wo ist er? Hat er überlebt? Ja, er hat überlebt. Ich bin schuld. Sie müssen mir zuhören. Es ist mir egal, ob Sie mir glauben oder nicht. Ganz egal, denn das werden Sie. Sie müssen runter in die Minen. Was ist in den Minen, Sam? Ich habe gesehen, was dort ist. Und ich würde alles geben, es zu vergessen. Ja, X überspringen. Wahrscheinlich sind es die ganzen Befragungen. Wir drücken es mal, weil die Credits... Wer liest die Credits? Zack. Edison. Letztes Jahr. Memento Mori. Eifersucht. Isolation. Loyalität. Furcht. Psychose. Gewalt. Ja, da das Handtuch. Enthüllung. Verzweiflung, Reue, Mitwirkende. Reue ist hier das letzte Kapitel. Status und Gesammeltes. Was haben wir? Wir haben Bilder der Familie. Ist ein Partnertest. Die Schwestern. Beth Washington. Hannah Washington. Hannah hat ja Beth aufgefuttert. Beths Kopf und Hannah bei Wendigo. Schmetterlingseffekte. Der letzte Schmetterlingseffekt. Gut. Sam ist entkommen. Mike ist entkommen. Ashley ist entkommen. Emily ist entkommen. Chris ist entkommen. Ach so. Hier. Sam hat Chris. Chris war beleidigt wegen Sams Tätigkeit. Chris war beleidigt wegen seines Tatlosigkeit. Chris hat seines Mädchen kritisiert. Das war ja nur nicht schön. Chris hat das Eichhörnchen nicht erschossen. Die Natur bleibt im Gleichgewicht. Sam blieb unverletzt und konnte sich verstecken. Nur weil wir ein Eichhörnchen gerettet haben. Wie krank einfach, was für Auswirkungen. Ashley hat Matt ermutigt, das Teleskop zu benutzen. Matt sah Mike und Emily. Matt stellte Mike zur Rede. Hier gibt's nichts anderes. Mike eilte Jessica sofort zur Hilfe. Jessica bewunderte Mikes Heldenmut. Mike schinderte weiter Eindruck. Jessica war ein leichtes Opfer. Achso, dadurch haben wir dann sie sozusagen nackt gekriegt. Sam hat einen Baseballschläger, wird benutzt. Sam hat den Psycho geschlagen, um zu entkommen. Yep. Mike ist Jessica verfolgt und nachgelaufen. Jessica lebte noch. Jessica überlebte bis zum Morgengrauen. Boom! Ich war schon. Gut, Chris hat gesagt, er würde Ashley retten. Ashley war dankbar und fühlte sich Chris verpflichtet. Josh fühlte sich betrogen und stellte sich gegen Chris. Chris schlug Josh. Mike hat sich aus der Bärenfalle befreit. Mike hatte keine brauchbare Machete mehr. Mike hatte keine Machete, um sich zu verteidigen.
Sam hat Mike in der Mine gerettet, was die beiden wieder zusammenschließt. Mike trat den Wolf, aber macht es wieder gut. Der Wolf führte Mike durchs Sanatorium, nur weil wir den gefüttert haben. Mike konnte seinen neuen Freund nicht schützen. Ja, das tut mir auch sehr leid. Ich liebe den Jason und hier nicht. Hier haben wir nur das eine, also hier ging es auch noch. Fliehen oder verstecken. Sam hat während der Verfolgungsjagd alles richtig gemacht. Chris und Ashley fanden eine Puppe mit Sams Kleidern. Sam erkundet die Werkstatt des Psychos. Notwehr ist nichts mehr. Wer bekommt die Waffe? Diesen Schmetterlingseffekt hatte ich. Ich rette dich selbst. Matt hat sich in Sicherheit gebracht. Matt fand Jessica. Und er überlebte bis zum Morgengrauen. Guck mal, wären wir nicht weggerannt, wäre wahrscheinlich Jessica ein Dingo geworden und er wäre gestorben. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich hätte sie ihn dann gefressen. Ashley hat die Schere genommen. Ashley hat auf den Psycho eingestochen. Der Psycho verpasste Ashley ein Pfeilchen. Chris hat Josh geschlagen. Zusammenbleiben haben wir schon. Aus nächster Nähe. Chris hat nicht auf Ashley geschossen. Ashley war um Chris besorgt, als er ging. Ashley hat die Tür geöffnet und Chris das Leben gerettet. Deswegen auf jeden Fall nicht mal auf sie gezielt. Ich hatte extra auch auf Chris gezielt, dass sie nicht im falschen Hals geht. Emily wurde gebissen. Mike hat Emily verschont. Ashley war in der Zwickmühle und hat die Wahrheit erzählt. Emily drängte sich an Ashley vorbei und brachte sie in Gefahr. Genau das war die Stelle, die ich nicht mochte. Und jetzt bimmelt es gerade bei uns. Ja, ich will die noch gucken. Ja, komm. Ashley wollte Chris nicht zurücklassen. Ashley ignorierte die Stimme. Ashley ging zu den anderen. Chris war in Sicherheit. Den Rest haben wir ja schon gesehen. Also bis zum nächsten Mal. Euer Scarlett. Ciao.